Hey YouTube Cracks, da sind wir wieder und wir machen direkt weiter mit der Story in Destiny. Machen wir hier gleich Level 20. Und ja, ich glaube, allzu viel fehlt nicht mehr, weil ich glaube, die Venus dürfte der letzte Planet sein, auf dem wir sind. Und wir sind hier in Richtung Schwarzen Garten, zu dem Schwarzen Garten. Die Oberfläche, um den Schwarzen Garten zu schützen. Bald könnte der Mars schlimmer aussehen als die Venus. Wir müssen herausfinden, woher sie kommen. Ja, oder ich habe mich gerade verwechselt. Sind wir jetzt auf dem Mars oder auf der Venus? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe jetzt ein paar Tage Pause gehabt von Destiny, beziehungsweise zumindest von dem Story-Modus. Okay, wir sind auf dem Mars. Und ja, schauen wir mal, was da jetzt uns so erwartet. Wir müssen einen Konflux hier auf der Venus finden. Angeblich ist einer hier in der Nähe. Okay, ein Konflux. Halt mal. Okay, gehen wir da lang. Alright. Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel Multiplayer gezockt. Und an sich ist es cool, aber es gibt schon ein paar Sachen, die mich echt nerven. Ja, dieses ganze super Ding, das nervt einfach. Da hast du einen halb tot und dann macht einmal User so ein super und dann kannst du gleich knicken wieder alles. Bist einfach tot, kotzt mich schon ein bisschen an. Könnte ich mal schon echt die Disk einfach rausnehmen aus dem Laufwerk und bam, weg damit. Aber so sind Spiele nun mal. Wenn man nicht kompetitiv spielt, macht es auch keinen Spaß und deshalb regt man sich natürlich auch auf, wenn man mal sterben tut. Nichtsdestotrotz eigentlich ganz cool. Aber wie gesagt, so dieses Schrot finden, ja, ein Hit. Egal, ob du voll mit Schild oder kein Schild mehr hast, bist du tot und es gibt so ein paar Sachen, die nerven. Es ist ganz schwierig, da richtige Killstreaks zu machen, gerade wegen diesem ganzen Supergedöns und mit den blöden Scheiß Stoßblinden ist einfach alles zu easy. Alles ein bisschen auf Mainstream hier. Oh, bin ja hier schon halber am Sterben, sehe ich gerade. Ja, ich habe hier so eine neue Waffe, die ist gar nicht schlecht, wobei echt. Die meine letzte, die ich hatte, nur eine Kraft von. Ich weiß gar nicht, 90 oder so gehabt, aber die hat richtig reingehauen. Und jetzt laufe ich hier mit sowas rum. Ich habe auch gar nicht mehr, wie ihr seht, meine exotische. Obwohl die schon geil aussieht. Für den Singleplayer wahrscheinlich sogar besser wäre. Aber ich glaube, ich habe die gar nicht eingepackt, oder? Nein. Müsste ich vielleicht mal wieder tun. Gerade im Singleplayer kommt die schon ganz cool rüber. So, ja, und wie gesagt, der Multiplayer an sich ganz cool, aber es gibt schon einige Sachen, die mich richtig nerven. Ah, so ist das nun mal. Mann. Okay, hier ist einer, der macht auch die Mission. Wunderbar. Das ist natürlich interessant. Zu einer noch größeren Woge unter der begrabenen Stadt. Wir sollten uns das ansehen. Dann tun wir das. So wie es aussieht, werden wir die Mission wohl mit diesem Max Alice-Typen hier zusammen machen, mehr oder weniger, weil er diese wohl auch gerade durchführt. Aber nicht weiter schlimm. Jetzt sind wir vielleicht sogar schneller durch, wer weiß. Und jetzt 1360. Ja, okay, war jetzt nicht so ganz. Oh yeah, baby. Oh scheiße, okay. Alles klar, ganz wichtig. Nichts passiert. So, schauen wir gleich mal ab. Oh man. Mein Deutsch, das wird immer schlimmer. Muss am Alter liegen. Yay, yay! So. Jetzt kommen hier diese blöden Viecher. Wo sind sie denn hin? Schnauze!
ist gar nicht kaputt gegangen. Der haut ab, echt, tatsächlich hauen die Dinger ab. Der wollte sich echt verstecken, unglaublich. Ah, so gut. So, dann haben wir das auch. Okay, wir müssen aber in die Richtung. Und ja, so ist das. So, Moment, ich muss mal hier ein bisschen das Mikro richten. Und nebenher mal einen Kaffee schlürfen. Ich weiß ja nicht, wer von euch so auf Call of Duty steht oder zumindest vielleicht Interesse an dem neuen hätte. Da wurden jetzt vor kurzem die, sag ich mal, die Outfits, die Exosuits bisher vorgestellt, die man sich so im Prestige-Level erspielen kann. Die sind mal richtig cool. Also sieht richtig geil aus. Ich habe dazu ein kurzes Video gemacht. Wenn ihr es euch angucken wollt, wisst ihr, wo es zu finden ist, auf meinem Kanal. Und ja, ihr schaut auf jeden Fall rein, weil es echt cool, wie die Dinge aussehen. Und teilweise, was für riesen Waffen das sind, ne? Das ist der Hammer. Teilweise größer als die Spielfigur. Zumindest sieht es auf den Bildern so aus. Oh, wow, wow. Hallo, gib mir doch mal eine. Oh mein Gott. Was war denn das für ein Fail gerade hier? Okay, halt. Wo willst du hin? Jo, diese Goblin-Schüler hier. So, ein paar Punches. Okay, hier war doch noch. Oh ja, jede Menge. So. Wow, 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 wow. Ach, ich dachte, ich kann da abkürzen, geht aber gar nicht. Okay, dann knüpfen wir sie eben den hier vor. Ich weiß nicht, ob einige von euch den Film Taken kennen. Es gab ja Taken 1 und es gab den zweiten Teil. Richtig cooler Film, wo dieser Spezialagent da mit seiner Tochter und seiner Frau, wo die den mehr oder weniger beschützen muss. Ich habe es gerade gesehen, es gibt einen neuen Trailer, es gibt einen dritten Teil. Wo wohl wieder irgend so ein Riesen-Mafia-Typ wieder Rache nehmen will an seiner Familie. Und wohl, so viel darf ich schon verraten, man sieht es auch im Trailer, wohl die Frau umbringt und ihm mehr oder weniger den Mord anhängen will. Und er natürlich dann wieder auf Rache aus ist und meint, er will die Sache ein für alle Mal beenden. Und ich glaube, der wird wieder richtig geil, der Film. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Ich habe damals den... Ah, der hieß, glaube ich... Hier hieß er, glaube ich, ich glaube 96 Stunden oder sowas. Auf Englisch heißt er eben Taken und Taken 2 und Taken 3. Und da war ich so überrascht, weil ich von dem Film gar nichts gehört hatte und auch eigentlich den Schauspieler gar nicht in so einer Rolle kenne, so actionmäßig. Und den habe ich gesehen und habe mich total in den Film verliebt. Ohne Witz, der ist ja so geil gewesen. Den habe ich, ich habe ihn jetzt so oft angeguckt. Lauter Stottern hier. Und wie gesagt, gibt es den zweiten Teil, der spielt dann in Istanbul, auch richtig cool. Und ja, ich glaube, der dritte wird auch nochmal richtig geil. Und da freue ich mich auf jeden Fall, wenn der kommt. So, was zum Teufel? Holy shit! Was ist denn das hier? Oh, oh, oh. Okay, okay, ich bin hier halber am Sterben. Mein Freund, welcome to my party. Alter, hier hast du was. Friss das. Mann, 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 Mann. Ich weiß gar nicht, wie es mir geschieht. Okay. Wer muckt denn hier so auf? Nochmal, nochmal und nochmal. Oh, oh, oh. Jetzt bloß nicht sterben hier kurz vor Ende. So, erstmal hier ein bisschen reinmetzeln. So, jetzt bist du weg vom Fenster, mein Freund. Ja, ist schon lange, wo ich eigentlich einen richtig guten Film gesehen habe. Also so einen, wo einen so ein bisschen überraschend tut und wo man denkt, krass, hätte ich jetzt nie erwartet. Und da war, wie gesagt, der Taken oder eben der 96 Stunden echt seit
sehr, sehr lange Zeit einer der echt überraschenden Filme. Vielleicht aber eben, weil ich nichts von dem gehört hatte. Habt ihr vor kurzem irgendwie einen Film gesehen oder schon lange, wo ihr gedacht habt, krass, hätte ich nie erwartet, dass das so geil ist, obwohl ich nie was von dem gehört habe oder so und euch total überrascht hat? Dann lasst doch mal einen Kommentar, welcher das war und wieso er euch so geflasht hat. Würde mich echt mal interessieren. Vielleicht habe ich ihn auch noch nicht gesehen, können wir den noch reinziehen. So, jetzt hier zum Gameplay, weiter geht's. Freistadtstation. Planeten schlafende Netzwerke zu haben. Oh man, Free City Station auf Englisch und Freistadtstation, einfach 1:1 übersetzt, ey. Der hat meine Englischlehrerin, hätte mir da, glaube ich, links und rechts eine verpasst, wenn ich das so frei übersetzt hätte. Aber okay. So, jetzt muss ich noch nachladen, super. So. Nicht aufregen, meine guten Freunde. Okay. Wo ist denn der hin? Alter, die machen mich jetzt echt hier platt fast, ne, die zwei. Unglaublich. So, wie viel habe ich noch? 5 Schuss. Die behalte ich mal lieber, die 7 Schuss. Ah, habe ich ein Geschenk für euch. Voll daneben geworfen. Ja, und im Multiplayer habe ich jetzt mittlerweile meinen zweiten Charakter angefangen. Ich hatte ja angefangen mit dem Titan als Mensch. Und jetzt habe ich gestartet meinen Warlock. Oh, meinen Warlock. Und da bin ich mal gespannt. Finde eigentlich, der Titan ist um einiges stärker, vor allem was so die Super- und die Nahkampfangriffe angeht. Zumindest bisher finde ich so. Wobei ich natürlich mit dem Warlock noch nicht so hoch gelevelt habe. Aber bis jetzt auf jeden Fall Titan meine Lieblingsrasse, Klasse, wie immer man es nennen mag. Und ja, vielleicht werde ich sogar noch einen Jäger machen. Mal sehen, je nachdem, wie es mit der Zeit aussieht. So, Schnauze. Okay. Voll ins Schwarze rein. Oder ins glimmernde, goldene, wie auch immer. So. So, oh, da gibt es ein bisschen Special Money. Oh man, die sterben einfach nicht. Ja, und die Waffe bin ich gerade mal aufleveln, weil die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, was die Durchschlagskraft betrifft, in Form die Stabilität, was mir ganz wichtig ist. Damit man auch schön Headies machen kann. Aber mir gefällt noch nicht so ganz hier der Aufsatz, der. Hier seht ihr, wie die um einiges auch Rückstoß hat. Ich denke, wenn ich sie jetzt noch ein bisschen ein-, zweimal upgrade, wird das schon werden. So, wo muss ich hier hin? Stoppe die Vex-Invasion. Okay. Oh, hier geht schon wieder ab. Oh, wow, wow, wow. Gut, dann machen wir erstmal die kleinen Viecherchen. So, mein Freund, da habe ich auch was zu bieten. So, dann haben wir da noch einen. So, was ist mit dem Ding hier? Kann man das eigentlich auch kaputt schießen? Yes, okay. Dann soll ich das mit auch tun, sonst kommen wahrscheinlich hunderte von Gegnern. So, schnell mal nachladen, bevor ich hier tot bin. Okay, 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 okay. Ich will ja hier jetzt nicht sterben, so kurz vorm Ende.
So, ich habe hier sogar noch coole Raketenwerfer. Gucken, was das so drauf hat. Baby. Einiges, würde ich mal sagen. Und jetzt wenig Munition, die Waffe. Mit 20 Schuss. Das könnte deutlich höher sein. So, die zwei glaube ich noch. Oh, hier sind doch noch ein paar mehr. So, okay. Habe ich jetzt den Vormarsch gestoppt? Ich würde sagen, ja. Oh. Da versteckt sich noch ein Tor. So, mein Freund. Oh, da ist ja noch einer. Habe ich irgendwas vergessen? Kann ich das auch wegschießen? Nein. Okay, gibt es hier noch Tore oder? Oh, da hinten ist noch ein Tor. Verdammt. Kann ich das von hinten wegballern? Ja, wenn man es trifft vielleicht. Okay, dann muss ich gar nicht so weit laufen. Perfekt. Oh, da ist noch was. Ein Konflux ist noch aktiv. Ich sehe mir das an. So. Wo müssen wir hin? Müssen wir natürlich laufen. Was haltet ihr eigentlich so vom Story-Modus oder von der Story allgemein? Ich finde, es an sich hat sie Potenzial, aber ich finde, es gibt so wenig Cutscenen, also so Filmchen, wo ein bisschen das Ding näher bringt. Könnte ein bisschen mehr sein, dann müssen wir ein bisschen mehr Bezug zum Charakter selber oder zu den Figuren irgendwie hat. Hier kommen sie jedenfalls nicht mehr durch. Aber gut, vielleicht wird es ja noch mit den nächsten DLCs, die sicherlich kommen werden, oder mit mehr Missionen auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Story-Mission. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Like und wie immer Kommentare. Bis dann. Yay, yay.